Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute geht es um Papayakerne. Ihr habt vielleicht mein Video gesehen mit dem So entsäuerst du dich, wo ich diesen Smoothie mache aus Papaya, Mango und Ananas. Und damals habe ich ja die Kerne extra getrocknet im Backofen und nicht weggeschmissen. Und ich habe jetzt noch ganz wenig über davon. Ich habe sie auch sonst schon in die Pfeffermühle gegeben und damit gewürzt. Die haben ja einen total würzig-scharfen Geschmack. Und was diese Papayakerne können, das wissen ganz, ganz viele nicht und schmeißen die Papayakerne einfach weg. Aber dass man diese Papayakerne gemahlen als Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann, weil sie antifungal und antiparasitär wirken. Ein schwieriges Wort, antiparasitär. Ja, das wissen auf alle Fälle ganz viele nicht. Und ich möchte jetzt ganz kurz zusammenfassen, was diese Papayakerne im Körper bewirken, wenn man sie zu sich nimmt. Das geschieht dann kurweise, also man sollte nie auf längere Dauer sozusagen viele Papayakerne zu sich nehmen, weil es auch irgendwann zu viel werden kann. Und Achtung, ich rede hier von Papayakernen, die von einer reifen Frucht sozusagen oder von einer reifen Frucht rausgenommen werden, weil eine unreife Papaya ist giftig und die Kerne eben auch. Also Achtung, ich spreche von Kernen einer reifen Papaya. Ich möchte ganz kurz sagen, weshalb diese Papayakerne so gesund sind. Und zwar gibt es das sogenannte Enzym Papain, heißt es. Und dieses Enzym ist verdauungsfördernd, also entzündungshemmend, antifungal, antiviral und antiparasitär. Also es klingt erstmal wieder so. Es gibt viele, viele natürliche Stoffe, die entzündungshemmend und so weiter und so fort sind. Aber der Schwerpunkt dieses Videos liegt eben darauf, dass Papain, das Enzym Papain aus den Papayakernen sozusagen antiparasitär ist. Und die ganzen Studien, die ich unten in der Infobox verlinkt habe, gehen auch über, wie man quasi auch Kinder mit Papain, mit diesem Papain-Enzym bei Wurmbefall behandelt hat, ohne ihnen irgendwie so die Chemiekeule einfach zu verabreichen. Und sie waren danach auch parasitenfrei. Und ja, also wer mit Parasiten zu kämpfen hat, das gilt sowohl für die Menschen als auch für die Tiere. Wir wissen, dass ganz viel Obst und Gemüse, wenn man es nicht richtig wäscht, richtig abschrubbt mit so einer Gemüsebürste oder mit Natron, die Rinde sauber macht, dass sich oft dadurch... Also ich meine, ihr müsst einfach mal sehen, wenn ihr Biomüll, wenn ihr Müll trennt und der Biomüll, wenn ihr den stehen lasst, irgendwann lebt der Müll. Und genauso ist es in unserem Darm auch. Unser Darm ist feucht und warm, ein warmes Milieu, ein feuchtes Milieu und genau das mögen Keime, Parasiten, sowohl als gute als auch böse, sehr, sehr gerne. Und jeder Mensch hat irgendwo irgendwelche Parasiten in seinem Körper. Und es gibt ja auch ganz grausige Videos, wo man das sehen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle, sowohl bei Tieren als auch bei Menschen, kann man diese Papain-Kur machen mit Papayakernen, ganz normal. Und das passiert eben dadurch, dass du 5 bis 6 Kerne 2 bis 3 Mal täglich einnimmst, zu dir nimmst, kaust und schluckst. Und danach muss man natürlich mit Durchfall rechnen, das ist aber bei einer Wurmkur, mit einer chemischen Wurmkur nichts anderes, das ist auch bei Tieren so. Wem das zu krass ist, weil diese Kerne sind wirklich, wirklich ganz, ganz scharf, die sehen aus wie so Pfefferkörner, der kann die einfach in eine Pfeffermühle geben und entweder diesen Staub in Smoothies zu sich nehmen, also diesen, kein Staub, ja diese gemahlenen Kerne eben, oder in irgendeinem Saft trinken, in einem guten, dann ist es nicht so scharf. Oder ihr gebt es über einen Salat als Würze, der wird aber dann sehr, sehr scharf. Und genau. Und es ist auch so, dass dieses Papain-Enzym sozusagen auch bei Leberzirrhose sehr, sehr gut helfen soll. Und wer jetzt auch wieder daran zweifelt und ich lehne mich oft in meinen Videos auch auf wirklich Studien, also handfeste Studien, die von irgendwelchen Instituten, ja klar, Studie kann man auch verkaufen, aber wenn es nicht nur eine Studie gibt, sondern wirklich, wirklich viele, viele Studien und wenn man das auch schon selber probiert hat, dann ja, stütze ich mich da drauf und bin auch davon überzeugt, weshalb ich das Video mache. Auf jeden Fall soll das nach einer 30-tägigen Papain-Enzym-Kur, also eine Kur mit Papayakernen, weg sein, diese Leberzirrhose. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass dieses Papain sehr, sehr verdauungsfördernd ist. Es entgiftet auch die Leber und
es regt ein bestimmtes Hormon an auf einigen Umwegen. Das sind natürlich Reaktionen im Körper, die ich jetzt so nicht beschreiben kann, aber laut diesen Studien regt es das Wachstumshormon Somatropin an. Und dadurch entgiftet sich die Leber und diese Leberzirrhose schränkt sich immer mehr ein und nach 30 Tagen ist die Leberzirrhose geheilt. Also ich denke mir, wer mit solchen Problemen zu tun hat, der kann sich eine Papaya holen und die Frau oder der Mann oder die Kinder trinken einen leckeren Smoothie oder essen Obst und die Kerne bleiben sowieso über, dann kann man das mal probieren. Und das ist keine Chemiekeule und nix. Also ein Versuch finde ich es allemal wert, egal ob es sich jetzt um Parasiten handelt. Jetzt ist es so, dass ich momentan überlege, auch dieses Papain-Enzym, also diese gemahlene Papaya-Kerne, der Mia ins Futter zu mischen, also unserem Hund, weil die hat ganz viel mit Allergien zu tun. Die ist wie gesagt eine französische Bulldogge und wir haben sie aus dem Tierheim. Ich muss mir auch oft anhören, wenn ich Leute auf der Straße treffe, wie kann man diese Zucht unterstützen? Aber sie ist aus dem Tierheim und wie gesagt, also hätte ich eine französische Bulldogge, würde ich einfach nicht also aus einer Zucht kaufen und es damit unterstützen. Ihr wisst schon, das sind die Hunde mit den platten Nasen, genau wie diese Mopshunde. Auf jeden Fall ist diese Rasse sehr, sehr überzüchtet und sehr empfindlich. Und da bin ich jetzt eben am Überlegen, ob ich das überhaupt jetzt dann ausprobiere, weil ich mische hier momentan Schwarzkümmelöl und MSM ins Futter. Und seit sie das nimmt, ist ihr Stuhlgang wirklich 1A und sie kratzt sich weniger an den Ohren und schlägt weniger an den Pfoten. Also es hilft ihr wirklich extrem. Und ich will natürlich jetzt nicht ihren stabilen Zustand dadurch irgendwie wieder ins Ungleichgewicht bringen. Und andererseits denke ich mir so, beim Tierarzt kriegt sie halt auch, wenn sie ein Wurmmittel kriegt, die Chemiekeule, das kann ja auch nicht gut sein. Also muss ich da noch ein bisschen überlegen. Vielleicht fange ich mal ganz, ganz langsam an und schaue, wie sie das verträgt. Und mein Fazit oder Resümee für dieses Video ist einfach, dass Papayakerne wirklich bei etlichen Darmkrankheiten und auch bei Leberkrankheiten, bei einer überlasteten Leber sehr, sehr hilfreich sein können und dass der ein oder andere vielleicht mal das ausprobiert. Ich meine, es kostet nichts. Wer diese Nahrungsergänzungsmittel sich kaufen möchte, der soll das tun. Ich spare mir die Papaya-Kerne auf. Ich esse sie jetzt auch nicht so oft. Also bei mir halten die jetzt, wie lange war es jetzt her? Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich diesen Smoothie gemacht. Ja, jetzt habe ich immer noch so ein paar. Und die kann man ganz einfach im Backofen trocknen, kostet nichts und es ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesen Papaya-Kernen, wenn ihr es ausprobieren solltet. Dann bis zum nächsten Video. Macht es gut. Ciao.